Klick. Joa, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Ark. Joa, ich habe ja schon mal Ark aufgenommen und auch hochgeladen gehabt. Hat leider alles nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Und deswegen alles nochmal runtergenommen und alles auf Anfang jetzt hier mal. So, wir gucken mal. Wie ihr gerade schon seht, wir sind hier noch in der Charakterauswahl, aber irgendwie wird mir seit ein paar Tagen hier keiner mehr angezeigt. Und gerade jetzt auch noch nicht mal hier, wo das Zeugs ist, wo wir dann hier spawnen. Das ist natürlich unpraktisch. Ich würde sagen, wir nehmen einfach Süd 2. Und wir nennen den einfach den Luich. So, 9 Überlebenden anlegen. Yeah. Ja. Ja, wie ich finde, immer wieder geil. Moment mal kurz, das ist echt. Vor allem Musik. So, kleinen Moment. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung von der Soundqualität. Jetzt von der Soundlautstärke, oder? Ja, vielleicht ein klein bisschen lauter. So. Spätestens, wenn wir den ersten Raptor nicht gehört haben, weil ich hier zu viel am Rumfuchteln war, wird es uns büßen lassen. Ich glaube, den machen wir gleich mal platt hier. Zack, jetzt gibt's Pause im Maul. Na, ey, wozu denn hin? Zabidi, Zabidi, Zabidi. Stürm! So, okay, den haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch eine Spitzhacke, um den mal hier zu looten. Knärchen, so. Ja, wir brauchen Stroh. Achso, das habe ich nie vergessen. Na, komm schon. Reicht das? Nein, nein. Toll, und gleich halb tot, ey, wenn ihm Scheiß jetzt hier. Hallo, nimm das. Oh, ich hasse das, wenn das so ein Baum verbuggt ist, dann kommt man einfach nicht dran, ey. Das ist doch kacke. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Und das sind natürlich erstmal am Anfang die Beeren. So. Und den hier mal. Und die können wir uns gleich schon mal nach hier unten ziehen. Lass, komm. Hier. Zack. Ah. So. Ich verstehe auch nicht, warum wir unseren Charakter jetzt wieder sehen können hier im Spiel, aber in der Charakterauswahl geht das nicht. Ach, da ist er. War nur ein paar Meter daneben. Yeah, wir haben Fleisch. 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 Fleisch, 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 Fleisch. Hält mal so wohl hier. Ja. Nimm dies, du Schuft. Gib mir dein Leder, du. So, okay, wir haben Level Up. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Gesundheit und den machen wir hier mal. Als allererstes ein Speer und dann das Feuerchen. Okay, das ist nur das Vieh, was jetzt hier so Krach macht. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ne? Erstmal gucken, was denn hier so rumeiert und dann Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Hätte ich vielleicht doch erst was anderes nehmen sollen? Für die Punkte? Ich bin mir gerade nicht mehr schlüssig. Weil wir brauchen ja Holz. Dummerweise kriegen wir Holz ja am besten mit der Axt. Scheiße. Ja gut, da müssen wir halt so versuchen, da ranzukommen. Ich
weiß gar nicht, was brauchen wir denn überhaupt für ein Lagerfeuer hier? Mal gucken. Ach so, nur noch Kiesel und, Kiesel und, was war das jetzt? Stein. So. Ist voll ungewohnt, dass das auf Deutsch ist, ne? Kiesel. Anstatt Flint. Alter, da kommt aber einiges raus. Das lohnt sich ja richtig hier, das Ding. Das habe ich aber auch schon mal irgendwo gelesen. Also so kleine Haufen lohnt sich meistens mehr als so diese großen Felsen. Genau wie mit den Bäumen. Ne? Diese halben und diese kleinen Palmen, die geben mehr als diese dicken, großen Bäume. So sollte es zumindest sein. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ist. Dafür brauchen wir Hops. Okay, solange wir noch kein neues Level hier mal haben, haben wir auf jeden Fall schon mal ein Lagerfeuer. Das ist schon mal viel wert. Das nächste Level lässt ja natürlich auch nicht lange auf sich warten. Aber in der Zeit würde ich sagen, sammeln wir trotzdem erstmal hier ein bisschen Fasern und Beeren. Und können natürlich in der Zeit auch ein bisschen einfach mal hier so rumeiern und uns schon mal jetzt überlegen, wo wir denn unsere Hütte hinbauen wollen und ob ich das am Strand mache oder ob ich das irgendwo ganz woanders mache. Naja, das ist immer so die Sache, ne? Es gibt so viele geile Orte einfach auf dieser Map. Ich weiß nicht, ich finde die einfach geil. Also die Location an sich ist, weiß nicht, haben sie einfach gut gemacht und es gefällt mir auf jeden Fall wahnsinnig. Aber das Problem ist natürlich, man hat die Qual der Wahl. Es gibt so viele Punkte, wo man bauen könnte. Aber da fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt, wo wir sind, so ungefähr. Und ich hatte mal, als ich so für mich, ne, offscreen gespielt habe, eine ganz nette Stelle gefunden, wo ich eigentlich recht zufrieden mit war, weil ich da immer überall hinkam. Es gab genug zu essen. Und vielleicht bauen wir da erstmal. Ich zeige euch das mal kurz. Das müsste da hinten gewesen sein, genau. Jetzt geradeaus auf dieser kleinen Insel in der Mitte, sag ich mal, wo auch der Parasaurus gerade rumeiert. Der würde ich gerne bauen. Da haben wir links so eine Felseninsel, da sind auch diese Greifvögel. Die können wir dann auch tamen. Ich glaube, so stark waren die jetzt auch nicht unbedingt. Es sei denn, man kann, hat natürlich noch nichts, so wie wir jetzt gerade, dann könnte das natürlich böse enden. Aber ich vertraue da einfach mal auf mein unverschämtes Glück, was ich natürlich irgendwie nicht habe. Und würde da einfach bauen, weil es gab hier auch Unmengen an Fischen einfach. Einfach Unmengen. Ob das jetzt immer noch so ist, ist natürlich fraglich, aber das war einfach geil zum Fleischfarmen. Och, ein Brontosaurus ist das oder so. Och. Ey, ich hab nur noch so einen Schatten gesehen. Ich dachte mir, nein. Ich gehe immer gleich vom Schlimmsten aus. So, weil... Ich guck mal kurz hier unten rein, ob hier auch Piranhas sind oder so. Also hier vorne war das dann immer mit den Fischen. Da wurde es ein bisschen tiefer. Und dann kamen die ganzen Fischchen. Es sind jetzt nicht so viele hier, aber... ja, doch, es... ja, doch, jetzt, wenn man jetzt mal richtig guckt. Also es gibt echt genügend. Und hier vorne, da würde ich dann einfach bauen. So, ist eine Muschel. Boah, voll überlichtet. Alter, ich sehe nichts. Mach die Funzel aus. Der Baum ist neu. Naja, aber hier könnte man sich so eine schöne kleine Hütte bauen. Erst einmal für den Anfang ist das, glaube ich, völlig ausreichend. Und da ist ein Dodo. Vielleicht können wir gleich ein Dodo schon mal zähmen. Dafür brauche ich mir natürlich noch ein paar Beeren. Da haben wir schon mal einen kleinen Mini-Kühlschrank. Das wäre doch mal cool. Aber müssen wir natürlich hier erstmal sammeln. Alter, hier sind aber einige an Dodos. Einige Dodos. Dodos-Cell. Dodos-Cell.
Und hier mal ein bisschen, da ein bisschen. Na, komm, wir fummeln in den Büschen rum. Hm. Mit den Dodos. Den geilen Gefieder. Level 3. Gibt es hier noch einen, der ein bisschen höher ist? Level 1. Naja, das war ja wohl ein Schuss in den Ofen. Bist du dasselbe wie gerade? Level 2. Nein. Okay. Dann musst du gleich dran. Dran sterben wollte ich gerade schon sagen. Nein, das auch nicht. Und auch nicht dran glauben, sondern wir wollen ja den tämen und nicht töten. Fall du einfach mal um. Ich habe immer Angst, dass ich die schon töte dann, ey. Das wäre natürlich dann immer kontraproduktiv. Ich glaube, die mögen die Gelben sehr gerne, ne? Dann komm, kriegst du hier die Gelben. Und Banako-Bären hauen wir euch die auch nochmal da rein. Dodo müsste ja eigentlich recht schnell gehen zum Zähmen. Uffig. Normalerweise stelle ich bei Let's Plays, oder hatte ich mir vorgenommen beim Let's Play hier, die Zähmgeschwindigkeit auch von 1 auf 3 hochzustellen. Habe ich irgendwie leider jetzt vergessen. Verpatzt. Deswegen müssen wir jetzt leider erstmal so weitermachen. Was natürlich auch irgendwie nicht ganz so schlimm ist. So. Damit du auch nicht wach wirst. Weil das wollen wir ja nicht. Also wach werden, das wäre richtig schlecht auf jeden Fall. So, ich komme mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Dann könnt ihr mich vielleicht auch besser hören. Wobei, das glaube ich nicht wirklich. Aber gut, naja. Ich bin auch froh, dass das endlich mal alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil das war jetzt lange Zeit nicht so. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 3-4 Tage damit verbracht, versucht, OBS für mich gut einzustellen. Ich habe immer wieder Tutorials geguckt und bin dann irgendwann nach dem 100. zu dem Entschluss gekommen, dass mir das nichts bringt, wenn mir jemand sagt, das und das soll ich anklicken und das da eintippen. Sondern ich will dann auch wissen, warum muss ich das da eintippen? Was bewirkt das? Weil sonst bringt es mir ja nichts. Weil ich muss das ja für meinen Computer und für meine Software oder Hardware, ja gesagt, dementsprechend einstellen. Und habe dann angefangen, hier einfach mal alles, so, was ich nicht kannte, nicht wusste, was das ist, zu googeln und mir durchzulesen. Und dann habe ich versucht, nach den Informationen irgendwie einzustellen, was dann immer noch nicht so wirklich gefruchtet hatte. Oh, er hat keine Nahrung mehr. Und ja, es hat dann irgendwann, Gott sei Dank, endlich dann geklappt, so wie ich es will. Oder wollte, so, nicht will. Und ja, das, was ihr seht, ist das Ergebnis davon. Von 4 Tage Arbeit mit Einstellungen und so weiter und so weiter. Ja, das Problem war halt, ich habe das vorher mit DxTerry immer aufgenommen, einzeln. Und dann war der Sound asynchron. Also nur der Ingame-Sound. Das war immer, wenn das Spiel so einen kleinen Lag hatte oder sowas. Dann gab es diese Asynchronität dann später und das war dann irgendwann nach einer Stunde Aufnahme so heftig, dass es, wenn ich einen Baum gefällt habe, habt ihr das schon 5 Sekunden vorher gehört und ja, das weiß ich nicht, will ich keinem von euch antun und das will auch keiner von euch sehen. Deswegen habe ich das alles nochmal verworfen und neu gemacht. Na komm schon. Gestärkt. Mann, ey. Alter Falter. Okay, das hat ganz schön lange gedauert, habe ich das Gefühl. So, schließen und wir nennen dich Dori. Mi. Nee, nur Dori. Folgst du mir schon? Ja, gut. Folgte durch. Kleiner Kotbomber. Alter,
hier mal eben das Lagerfeuer aufstellen. Das machen wir mal irgendwo hier. Und dann das Fleisch mal langsam raten, weil das vergammelt nämlich schon. Das ist scheiße. Ich habe nur ein Holz. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv. Ich guck mal, ob wir noch ein bisschen Holz hier rausbekommen. Ansonsten gleich beim Level Up. Ich sollte dem Dodo einfach mal das Fleisch geben. Das wäre auch mal ganz sinnvoll. Sonst. Aber ist es, glaube ich, jetzt. Nicht egal, machen wir es einfach mal so. Jetzt ist es eh zu spät. Level up! Yeah! Okay, gleich mal auf Gesundheit und dann machen wir erstmal das. Das und das. Holz. Ein Holz. Das kriegen wir ja hoffentlich jetzt mal hier eben schnell raus. Jo, okay, das. Gott sei Dank hat es noch. Ach, jetzt habe ich das Holz dafür. Nein! Jetzt habe ich das Holz natürlich hierfür verwurstet. Ja. Das funzt schon wieder alles, ne? So wie es gar nicht soll. Wir verhungern. Ach, ist das schön. Ja. Das ist immer dasselbe. Wir werden eh irgendwann draufgehen und dann nochmal 100 Mal draufgehen dabei. Und, ja. Beim Draufgehen. Das meinte ich eigentlich so. Wenn wir draufgehen, dann will ich ja auch meine Sachen wieder haben. Und bei dem Versuch, mir die dann wieder zu holen, werde ich wahrscheinlich dann nochmal 3-mal draufgehen. Du, kleiner, Kleini. Okay, so. Ich weiß nicht, was er gerade vorhatte. Oder, ach Mann, sie gerade vorhatte. Oder der Dodo, ist ja auch egal. Kann man so oder so sehen jetzt, ne? Wir brauchen Holz. Dann brauchen wir eine Fackel, damit ihr denn hier auch gleich was seht im Dunkeln. Und wir brauchen Speere. Vor allem brauchen wir Speere. Ich glaube, das ist sogar erstmal das Wichtigste. Mit Abstand. Ja, das war so schön, der Sonnenuntergang und die Felsen. Ah, ja. Der hat sich einfach spontan, der ganze Körper entspannt und der Schließmuskel dann gleich mit. Und deswegen, ne, tut mir leid, aber es war einfach so schön. So eine Fackel brauchen wir. Und Speere machen wir uns. Jawohl, 5! Yeah! Also 5 Speere, die brauche ich aber wirklich. Die gehen bei mir ständig kaputt. Das ist immer Mangelware. Mein Arsch ist zappenduster, der Mondname Schuster. Ey! Hör mal auf hier. Stickstoff. Okay, der Dodo scheißt also. Stickstoff. Jetzt wollte ich gerade Dickstoff sagen. Stickstoff. Okay. Ist zwar ungewöhnlich, aber okay. Wem es gefällt. Habe ich jetzt alles hier? Ja. Okay. Und los geht's. Die Wilde hat's. Solange es nämlich dunkel ist und wir jetzt gerade eh noch nicht allzu viel machen können, würde ich einfach behaupten, gehen wir ein bisschen raus, sammeln ein bisschen Fiber, beziehungsweise jetzt heißt es ja Fasern, endlich auf Deutsch. Ein paar Beeren. Und Holz und was man sonst noch so braucht.
Wobei, ich glaube erstmal Hasan und Bären. Irgendwie traue ich mich gar nicht hier so in diese Nähe, weil ich weiß, dass hier gleich wieder Emoraptoren kommen. Das Problem ist, ich höre sie immer, nur leider zu spät. So schnell komme ich dann nicht mehr weg. Und wahrscheinlich haue ich dann wieder aus Panik mit der Fackel auf den Raptor ein. Und boah, das geht natürlich fürchterlich in die Buchs. So wie immer. Oh, wir sind zu fett, wir kommen hier nie durch. Okay, ab morgen gibt es nur noch Beeren, kein Fleisch mehr. Oder nur noch Fleisch? Ich verliere gerade, was Dicker macht. Guten Tag. Nee, bist du auch alleine hier? Steckst du da fest? Das wäre natürlich praktisch. Dann könnte ich dich nämlich jetzt lynchen. Ja, er steckt fest. Sehr gut. Level 19 war. Sehr gut. Bam. Ist doch schon wieder ordentlich Fleisch, ey, was wir da jetzt gekriegt haben. Finde ich super. Und vor allem so leicht verdient auch noch. Ne? Das ist ja wie so ein Buffet hier. All can you eat. Zack. Ich hoffe, es wird gleich wieder ein Tag, weil ich also Wald an sich am Anfang finde ich schon schrecklich genug, aber dann noch im Dunkeln hier so am Wald rum zu eiern. Ich dachte, hier fängt schon wieder an die Paranoia, ne? Ich sehe schon wieder Sachen. Boah, ich glaube, wenn ich so alleine in so einem Wald hier oder an so einem, auf so einer Insel mit Dinos leben müsste. Ich glaube, ich würde niemals die erste halbe Stunde überleben. Und spätestens nach einem Tag würde ich an irgendwas Giftigen verrecken, weil ich mir alles in den Mund stopfen würde, weil ich Hunger habe. Aber das mit den Kacken, das kommt ziemlich nah. Ich glaube, ich würde auch ständig überall hinscheißen, einfach wo ich gerade bin. Einfach fallen lassen. Sieht da keiner. Also so gesehen hat es auch Vorteile, ne? Keine gesellschaftliche Norm. Man kann machen, was man will. Nee, man kann den ganzen Tag mit dem Finger im Arsch rumrennen. Interessiert keine Sau. Es hat nur schlecht, wenn man dann noch mit derselben Hand versucht zu popeln. Das könnte eklig werden. Aber sonst ist es alles in bester Ordnung. So, ich hoffe, wir können uns jetzt schon mal Kleidung machen. Okay, das klappt schon mal sehr gut. Dann sind wir schon mal nicht mehr ganz so nackig. Komm her, du Nackedei. So. Ja. Geht's dir doch gleich besser. Zapp. Also, oh, gut, das mit dem Licht haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Wie schauen wir denn aus? Ich glaube, der ist eindeutig zu lange schon alleine hier. Mein Gott, er ist radioaktiv. Haben wir jetzt eigentlich noch genug Holz? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen noch Holz für das Lagerfeuer gleich. Und ich sollte das Fleisch vielleicht auch gleich mal jetzt wegbringen zum Dodo. Aber auf dem Weg nehmen wir natürlich noch ein bisschen Holz mit hier. So, haben wir schon mal. Upsala, Fackel. So, wir haben Holz, wir haben Fasern, wir haben Beeren. Und wir können uns wehren. Das sind doch schon mal gute Anfänge, würde ich sagen. Sehr gute Anfänge. Das Vieh scheißt mir auch ständig vor die Nase. Ne? Ich weiß nicht. Oh, Entschuldigung. Okay, jetzt sind wir quitt. So, du kriegst hier erstmal sämtliches, was alles so vergammeln könnte, sonst.
Und das Holz kannst du eigentlich auch mal schleppen. So, herstellen. Müssen wir noch irgendwas herstellen? Nein, wir haben bis jetzt alles. Sonst, tja, warten wir eigentlich nur fürs Level Up. Ja, yeah, so. Gleich noch ein bisschen was aufs Leben drücken und den Fundamente und das. Oh, wir können uns gleich eine Hütte bauen. Yeah. Uns fehlt nur Holz und Strohunmengen. Ja, das ist ja jetzt das kleinste Problem. Da können wir doch ein bisschen was sammeln. Aber wir brauchen auch noch mehr Fasern, befürchte ich. Weil die Hütte soll ja jetzt auch nicht minimalistisch werden, sondern soll schon eine vernünftige Größe auch haben. Ja, würde ich mal behaupten, oder? Das ist, glaube ich, angebracht. So, also ein bisschen hier. Ich überlege gerade, ob wir den Baum da weghauen und... Oder ob wir den... Den großen, den könnten wir eigentlich erstmal lassen. Okay, nehmen wir erstmal den kleinen hier. Und wir den einfach mal alles hier so weghauen. Hallo? So. Mann, ey, das ist immer so leckt, ne? So, ich würde sagen, wir rennen mal kurz ein bisschen im Dunkeln rum. Dann sieht man leider nicht so viel, aber... Warte, wo ist der Baum? Dann brauche ich nicht immer auf die Fackel wechseln und das geht natürlich ein bisschen schneller. Moment, das Lichtlein, das ist nicht in unserer Reichweite, glaube ich. Weil hier vorne müsste gleich noch Wasser kommen wieder, ne? Und das ist da hinten im Wald. Ich befürchte, da will ich nicht hin. So, mal eben bisschen. Nee, also da hinten. Ja, ich weiß nicht. Ungern, vor allem nicht im Dunkeln. Im Dunkeln durch den Wald, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, Stroh brauchen wir auch noch. Oh, das wird schon wieder... Ist hier ein Baum? Warte, ein Stück weiter nach vorne. Das wird schon wieder so ein Projekt hier, eine Projekthütte bauen. Das dauert bestimmt wieder ewig. Aber dafür haben wir es dann auch irgendwann schön, ne? Und Fleisch sammeln und sowas kann man immer noch gleich machen. Wobei, wir müssten gleich schon wieder was essen. Das bleibt natürlich auch nicht aus. Komm, ich glaube, das reicht erstmal. Wir sind eh gleich sonst zu voll bepackt. Der scheißt aber auch. Der scheißt sich ja hier zu Tode. So, man... Bisschen Holz dort rein, ey, so. Machen wir mal 11. Gib mir mal das Fleisch unter den, ey. So. Haben wir auch gleich mal ein bisschen hell hier, ne? Kann ja auch nicht schaden. Und den... Schauen wir mal, wie viel wir jetzt herstellen können. 7. Ja, gut, das reicht noch lange nicht. Wir brauchen 25. Für die Größe, wie ich es bauen will. Du verhungerst. Nein! So. Herstellen. So, nee. Wo haben wir es denn jetzt? Da. Mal gucken, was fehlt uns denn jetzt daran noch? Stroh. 5. Und das Bauen war das erste, das Baum war... Oh, so, so sehe ich es besser.
Würde ich sagen, hier so hin. Das könnte passen. 2, 3, 4. Jetzt muss ich mal gucken. 5. Da brauche ich dann doch dahin. Schäm dich was. Ey, wie du scheißt da jetzt hin. Ich schwör, ich erschlag dich. So. 2, 3. Da haben wir 3, dann kommen hier noch 2 hin. Und dann hätten wir schon mal so ungefähr, wie es werden soll. Von der Größe her. Ist jetzt auch nicht kein Palast natürlich, aber es ist zumindest nicht minimalistisch und es macht halt was zum Wohlfühlen da. So. Wir brauchen. Achso, essen sollten auch mal was langsam wieder. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Siehst du, guck mal, vergiss schon mal die Hälfte hier. Ah, gut, die 2 Fleisch können wir noch mitnehmen eben. Ich will ja eigentlich nur. Ach komm, der Baum kann auch weg. Ist egal, der wächst wieder nach. Irgendwann bestimmt, hoffentlich vielleicht. Hauptsache ist ja erstmal, wir haben Holz und Stroh. Alter, ich sehe den Baum noch niemals. Wie lange ist das denn hier Nacht, ey? Ich glaube, die werden nicht mehr. So, wenigstens mal kurz was sehen, ey. Das wird ja bekloppt hier, wenn du gar nichts mehr siehst. Ha, es wird hell. Oh, Gott sei Dank. Auf dem Heimweg mit Zell. So. Warte, ist hier ein Baum? Hier war ein Baum. Ah, da. Ich stehe direkt davor. Och, ja Gott, das kann noch ein bisschen dauern, bis wir, glaube ich, so viel zusammen haben, wie ich will und benötige und... Joa. Alter Falter. Und vor allem, das sind ja dann nur die Fundamente, dann kommt ja noch eine 2. Etage drauf, die Wände, ja, der Boden. Da ist noch einiges offen, was wir da so benötigen. Ich überlege gerade, wir brauchen Holz auf jeden Fall. Warte mal, wie viel können wir davon herstellen? Wenn wir jetzt mal 10 nehmen, können wir... Ja, ich sammle vorher nochmal ein bisschen Stroh erstmal. Wenn wir jetzt noch 13 brauchen... Nee, wie viel brauchen wir denn? 18. Und das wären, also wir bräuchten 360 mal Stroh. Alter Falter. Okay, aber das können wir erstmal machen, dass wir erstmal vielleicht alles zusammensammeln. Wobei es auch Spaß sind, wenn wir erstmal alles zusammensammeln. Ja, genau, das ist scheiße. Können ja auch ein bisschen was bauen. Sammeln, bauen, sammeln, bauen. Glaube ich, ist eigentlich egal, wie wir es jetzt wirklich machen. Von daher würde ich sagen, ich sammle noch ein bisschen Holz, noch ein paar Fasern und baue dann erstmal noch ein bisschen weiter, damit wir dann auch noch ein bisschen was schaffen. Ja? Damit es zumindest rein optisch so aussieht, als hätten wir irgendwie was geschafft. So ungefähr. Hoppala. Vielleicht haben wir den Lapp. Komm schon, ey. Level up.
Yeah! Ich muss was trinken. Ja, komm, los, los! Herstellungsgeschwindigkeit können wir... Ah, das habe ich noch gar nicht beachtet, dass wir das auch machen können.